Hier, nee, warte mal, von hier bin ich gekommen, oder? Wieso kann ich mich hier verlaufen? Von da rechts bin ich gekommen. Aber ich hab doch den. Ich hab die doch alle abgeknallt. Bin ich jetzt komplett bescheuert. Wieso? Ach, guck mal, ganz rein zufällig habe ich rechts neben dem Kristall etwas entdeckt. Kapitel 3. Das Spiel vom letzten Speicherpunkt aus fortsetzen? Ja, bitte. Genau, ich habe das Spiel noch nie geladen, weil ich das ja alles in einem Durchzug durchgespielt habe. Komme von Show You Can Brutti. Natürlich. Da kenne ich ihn. Bitte denn auch Street Fighter? Weil um 20 Uhr heute wollen wir ein bisschen Street Fighter Action hier durchziehen und so ein kleines Team-Turnier veranstalten. Wir haben das einmal so ein bisschen Probe gemacht und wollen ja jetzt mal ein richtiges Turnier spielen. Hab's mal probiert mit 5. Ah, okay. Okay. Also 6. 6 nicht, sagst du? Ja, cool, ey. Aber dann. Aber wenn schlecht drinne, dafür ist ja das Team da, ne? Teams sollen so ausgelost werden, dass gute und schlechte zusammen spielen und sich gegenseitig pushen. Ja, und einfach ein bisschen Spaß mit rausnehmen und. Also ich will mal gucken, wie das heute läuft mit dem Turnier. Vielleicht machen wir das dann nochmal öfter. Ist mir ein bisschen teuer, weiß nicht. Ja gut, das muss man natürlich sehen, ne? Wenn das jetzt nicht so viel spielt oder auch jetzt nicht so viel Spaß damit hat und so. Oder. Ja, das muss man abschätzen. Oh, Tekken spiele ich auch. Tekken 8. Ui. Geiles Tekken geworden. Oh, kennt ihr das? Man hat zwei Wege. Man weiß nicht, welcher der optionale Weg ist und welcher der richtige ist. Wo führt denn mein Ziel hin? Hab mir auch den neuen geholt. Sehr geil. Ja, dann können wir das ja vielleicht mal spielen. Ich gehe erstmal hier runter. Genau, Ziel war ja hier eigentlich die schwarzen Männer zu verfolgen, die ich ja schon irgendwie überholt habe. So, warte mal, was habe ich gelernt? Analyse ist mein bester Freund. Eis ist wirksam. Starkresistenz ist nämlich physischer Angriff. Noch einrichten? Ja, perfekt. Mach das mal. Ich zähle auf dich. Ja, Focus Warp funktioniert auch nicht so richtig, ne? Wie man den sich den vorstellt. Boah, aber ich sag dir, Tekken 8 macht richtig Spaß. Ich habe auch gestern gegen so ein paar bessere Spieler auch gespielt. Und selbst da habe ich was gerissen. Das motiviert ja dann einen wieder auch, ne? Genau, ich wollte hier so eine Stunde ungefähr Final Fantasy spielen und dann wollte ich in Street Fighter rein. Mein Getränk hier nochmal gut durchschütteln. Jetzt ächze ich gleich weg. Ich habe so einen Durst. Ich habe hier noch zwei Eistee stehen. Ich glaube, der funktioniert immer noch nicht, oder? Nee. Kann sein, dass ich hier auch schon war? Man weiß es nicht. Egal.
Warum ist mir denn so warm? Aber dieses Wochenende wird es wohl nichts, denke ich. Ich brauche halt ein bisschen Hilfe dabei, weil ich es mir erst. Aha, okay. Ja, alles gut. Ist der Punkt. Genau, hier habe ich letztes Mal abgespeichert. Bin ich bescheuert. Discord, ja klar. Ich glaube, mit Ausrufezeichen Discord kommt auch ein Link. Er ruht sich nur ein bisschen aus, weil er in letzter Zeit ziemlich ranklotzen musste. Moment mal. Dann macht er also richtig Urlaub? Da kann man ja glatt neidisch werden. Ja, sowas in der Art. Er hat's gut. Nee, der langweilt sich zu Tode. Und was machen wir jetzt mit dem? Root, mal ganz ehrlich, ich kann dieser ganzen Sache nicht so viel abgewinnen. Dass wir die Schwarzkutten verfolgen, was soll das bitte bringen? Ist ein Befehl von oben. Mehr braucht dich als Turk nicht zu interessieren. Seit wann bist du so ein Kriecher? Na jedenfalls, dem da ist nicht mehr zu helfen. Die Mucke wurde auch ganz leicht verändert, ne? Die Turk-Mucke. Lass ihn uns erlösen. Son wird sicher dasselbe tun. Krauser. Tester! Gut. Tifa, nicht dein Ernst. Sorry. Ja, moin, Werwolf. Hey, 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 und Pee-Wee. Bestechen für meinen Win später, meines Teams. Danke für deinen Sub. Dankeschön. Wie geht's, wie steht's? Brauchst du wirklich, also, brauchst du die Bestechung? Ich glaube weniger, oder? Was? Kommt nicht wieder vor. Kein Problem. Los! Chan carried mich, ja genau. So was musst du dir merken. Okay, nicht übertreiben. Tut mir leid, aber diesmal kann ich mich nicht zurückhalten. Also ich krieg schon mal den Besten für mein Team. Auf jeden Fall, ein schlechter Spieler braucht einen Profispieler. Das stimmt. Dann kriegst du Pee-Wee. Okay, vielleicht sollte man doch erst Elena angreifen. Oh ja, stimmt. Skipper ist auch ein sehr starker Spieler. Aber unterschätzt mal Pee-Wee nicht. Pee-Wee ist Master. Oder heißt das dann Masterin? Oder beide eben, ne? Ja, genau, das ist sowieso, ich bin sowieso gespannt, wie viele wir werden und wie wir dann diese Teams gestalten. Welches war das nochmal?
Ist ja Englisch, weiß ich doch. Das war auch mehr ein Gag. Weißt du was? Wir machen mal hier Analyse. Wollen wir schauen. Blitz ist wirksam. Also, die Magie, die ich nicht hab, euer Ernst? Schock anfällig. Boah, aber das ist ein cooler Kampf, Alter. Wirklich. Der gefällt mir ja richtig. Was bereiten die da vor? Aerith und Tifa kann selber. Nee, wo war das? Fertigkeiten, Chakra. Red ist mit Barret unterwegs. Wir haben uns irgendwie aufgeteilt. Ausschlag aller Elena, Alter, wirklich. Das ist ja 10 von 10 der Name. Können wir den hier nochmal einsetzen? Der war gar nicht mal so verkehrt. Heil du mal tiefer. Sonst geht ihre Energie immer tiefer. Den Spruch hat bestimmt noch nie jemand gesagt. Okay, warte mal, habe ich hier nicht... Guck mal, Flammenblitz, da ist doch Blitz dabei. Guck mal. Bam. Gleich nochmal. Ich sehe nichts! Kamera! Limit! Kreuzschlag auf Elena! So, das war's mit ihr. Ifrit hat... Wir beschwören mal Shiva. Den haben wir noch nicht gesehen. Ja, wirklich, ne? So eine richtig schöne Dark Souls-Kamera. Eben kurz telefoniert. Oh, warte mal, Tifa hat auch ein Limit. Nee, aber... Das bewahren wir jetzt auf. Und zwar, pass auf. Wir machen das so. Nimm Aerith. Und heil Claudi Baudi. Zack. Ich nehme Cloud. Und mach Analyse. Ich habe daraus gelernt. Luft ist seine Schwäche. Okay. Aero haben wir. Und zwar, ich glaube mit Aerith, ne?
Okay, aber warte mal, hat nicht Cloud trotzdem hier irgendwie windige Verkettung? Und Tifa hat was? Eisimpulschakra. Ja, setz mal Chakra ein. So, und sie setzt Aero. Alpha. Schock. Tifa. Limit. Windige Verkettung. Diamantenstaub. Oh, herrlich. Ey, das wird's reichen. Das wird reichen. Ein geiler Kampf, ey. Was ein geiler Kampf, wirklich. Das kommt ja nur Bock. Sofort. Ja, Shiva ist top, ne? Der Knallfrosch in deiner Hand bleibt, wo er ist. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Also dann. Unsere Freunde und der ganze Sektor 7 sinnen auf Rache. Du hast Shiva als Tattoo? Also Chun-Li kenne ich, ne? Aber... Shiva am Bein. Oh, krass. Jesse und Kane, moin! Dann solltest du mal in den Spiegel gucken. Wie geht sie stets? Wie auch immer, die Dinge haben sich gewendet. Steht zwar war eins meiner ersten, ach so. Aber wenn ihr uns nicht in die Quere kommt, lasse ich euch gehen. Wie gnädig, euer Ehren! Pass gut auf Aris auf. Oh. Alles Knorke und selbst, auf jeden Fall. Um 8 machen wir hier heute ein bisschen Street Fighter Action, deswegen ich freue mich schon sehr. Ey. Das wird heute ein grandioser Stream, wirklich. Das ready! Na also! Na also! Ah, aus dem Escape Room. Stimmt, wie war's? So, das kann nur von Red kommen. Ja, wir waren ja in diesem Horror Escape Room und holla die Waldfee, Alter, da war hat richtig. Sind gerade auf dem Weg. Klar. Weißt du, was ich gelesen habe? Sind gerade auf dem Weg weg vom Escape Room. Sorry. Hab mich verlesen. Klar, wird schon. Dann treffen wir uns am Ausgang. Okay. Ich hab mich verlesen. Jason Kane, sorry. Diese Männer kenne ich nur allzu gut. Aus Hojos Labor. Sie haben eine schwere Mako-Vergiftung. Shinra-Schweine. Was meinst du, warum die hier rumschlurfen? Ist okay, ist okay, ist okay. Womöglich folgen sie Sephiroth. Denkt zumindest Cloud. Cloud, hm? Ich finde Red 13 sieht so genial aus. Ziemlich. Ich kann mich da gar nicht satt sehen. Oh, jetzt spiele ich Barrett. Okay. Nice. Cloud denkt sich nur, wo bin ich und warum bin ich mit diesen komischen Typen unterwegs? So, haben die hier alles full? Ja, ne? Alles full. Boah, ey, gerade, was ist denn das für ein Sound Alert? 10 Bits von Jesse und Kane, Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Aber was heißt denn jetzt auf dem Weg? Also, sitzt du gerade im Auto oder was? Das ist ein Sound Alert. Also Schockschussfertigkeit oder extra Magazin? 20 Spezialschüsse abfeuern. Gegner schocken. Ich glaube, ich nehme den hier. Also. Ah nee, aber guck mal, da ist ja. Ah nee, das kann ich ja gleich wieder nochmal aussuchen. Obwohl, warte mal, was für Magie benutze ich hier mit ihm? Blitz. Er hat den Blitz. Ja, gib ihm mal Shiva. Gib ihm mal Ifrit. Man weiß ja nicht, was passiert. Ah, die brut noch ins Bett, alles klar, bis später. Ja, bis später, Pee-wee, ich freue mich. Oh, spiel doch mit Manon, Werwolf. So, ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt hier mit denen spielen. Ich werde mir die Materia hier so ein bisschen anpassen. Genau, der hat keine andere Waffe. Macht keinen Sinn. Macht alles keinen Sinn. Handgraps sind doch fantastisch. Soll ich jetzt den nehmen? Das sind 12 mehr Angriff. Ja, er macht viel mehr physischen Angriff als alles andere. Das macht schon Sinn. Unumstößlicher Feuerstoß. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Feuerstoß. Okay, Schock. Schock nachladen. Lädt Feuerstoß auf, wenn ein Gegner in den Schockstoß versetzt wird. Ja, komm. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja, nimm mal Morphen mit. Ich habe keine Ahnung. So, schauen wir einfach mal. Hauptsache, man macht hier so viel hin und her und man im Endeffekt macht man doch nichts. Halsband der Rebellion, das ist doch eine Waffe für Ready, oder? Macht ein MP weniger. Aber dafür. Ja, nimm ja. Obwohl. Lädt nach Behebung von Kampf empfehle die Rächerleiste auf. Okay. Beim Angreifen oder Blocken um 10%. Ist auch nicht schlecht. Ja, ATB. Für den brauche ich immer zu lange. So, jetzt spielen wir aber mal. Yay! Jetzt kann ich dir das sagen. Ich sehe dich. Dreckstück. Blitzer. Ist er da gerade runtergefallen? Eisra. Verdammt, dann bringt Blitz wahrscheinlich nicht so viel, oder? Ja, Feuer. Ja, geil, die Fanfare. Und jetzt, wie sollen wir aufkommen? Wie wäre es damit? Mit dem Baum da, oder was war das?
Haben sie Kristall abgeschossen? Erz. Sehr cool, ey. FBI, open up! Die erschreckt mich immer bei solchen Sachen. Alter! Ich glaube, ich muss da mal einen Cooldown einbauen. Oh, guck mal, wie Axe er hat. Alles nur in einer Hand. Guck dir das an. Das nehmen wir natürlich alles mit. Zehn Sekunden ist doch cool, doch wie du. Na, ja, ich war gestern auch ein bisschen zocken hier, Street Fighter, bei uns in Hamburg, hier in dem Verein. Und ich glaube, ich habe fast eine Stunde gegen Dalsim gespielt. Und was habe ich damit rausgenommen? Nichts. Ich habe ein paar Siege gehabt, aber Dalsim hatte mehr. Und gegen Cammy habe ich gespielt. Und da habe ich ein paar Sachen zumindest mitgenommen. Hier? Nee, warte mal. Von hier bin ich gekommen, oder? Wieso kann ich mich hier verlaufen? Von da rechts bin ich gekommen. Aber ich habe doch den... Ich habe die doch alle abgeknallt. Bin ich jetzt komplett bescheuert. Wieso? Ach, guck mal, ganz rein zufällig habe ich rechts neben dem Kristall etwas entdeckt. Ja, auf jeden Fall danke für den Tipp, Don Chan. Das war
So eine Art von Tipp mag ich. Habt ihr genug Leute für das Turnier heute? Vielleicht mache ich mal mit. Schon lange nicht mehr mitgemacht bei deinen Turnieren. Ja, gerne. Gerne. Wie gesagt, es ist Team-Turnier, ne? Und Frisus, danke für deinen Prime-Sub. Alter, ja moin und ab in den Lurk, das schaue ich nicht. Doch! Guck dir an, wie schön dieses Spiel geworden ist. Ey, ohne Witz, spiel es, ey. Spiel es bloß. Ja, mit einem Arm zu klettern, das muss für Barrett mega anstrengend sein. Und vor allem, der andere Arm ist jetzt, glaube ich, auch nicht so leicht. Ist das Ridley? Ja, wer wohl wirklich? Ach so, Leute nerven doch, ey. Ja, wie gesagt, wir haben das einmal probiert mit diesem Team. Drücke ich das immer weg oder was passiert da? So, Blitzimpuls. Zack. Ausgewichen. Okay, das konnte ich immer so schnell nicht lesen. Wie mein eingerossenen Arsch carryen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, die Idee war mal da und dann. Und vor allem Street Fighter bietet das ja auch an in dem Kampfsalon. Man kann dort ja direkt Teams machen. Und dachte ich, wenn wir so ein Vierer-Team gespannt. Also vier Teams. Kleines Turnier daraus machen. Erstmal so als Test. Und wenn das ganz geil wird. Kann man das ja vielleicht noch mal ein bisschen größer aufziehen? So war meine Idee. Barrett Wallace, genau. Moin, Doke. Hast übrigens recht. Rebirth ist fantastisch geworden. Hab's auch die Tage religiös gesuchtet. Grad Chapter 6 angekommen. Ey, die wirklich. Alles, also man hat im Remake ja so ein bisschen, man... Weiß ich nicht, wie das bei dir war, aber ich war so ein bisschen enttäuscht über den. Also, es war trotzdem riesig, das Remake. Du, das kannst du doch nicht bringen. Neuer Furz. Ey, diese Dinger, ich kenne diese Stickers immer nicht. Die kommen immer einfach so dazu. Warte mal, es gibt auch Hirnfurz. Okay. Ey, ich muss ganz kurz meine Gedanken sortieren. Ja, Alter, wir sind im Hype Train sogar. Nice. Da kommt direkt noch ein Furz. Ne, diese Sticker zum ersten Mal hier. Ja, die sind fantastisch. Ja, ich glaube, ich habe die schon länger, aber weiß ich jetzt nicht, ob die... Also die gibt es überall eigentlich. Trotzdem nochmal wegen Remake. Das Remake, ich... Falls jetzt, also es war natürlich groß genug, das Spiel. Man hat ja seine Stunden da gespielt. Aber es war halt, man kam halt nicht aus Midgar raus und so, ne? Und es war halt nicht so richtig offen und so. Und aber okay, es war trotzdem ein geiles Spiel irgendwie, ne? Aber das hier ist, weiß ich nicht, so richtig gut geworden. Und mir gefällt das richtig gut.
Leute, ihr macht mich fertig. Tell me why. Ey, Doug, danke für die ganzen Bits natürlich, ne? Da, weißt du was? Dafür kriegst du auch noch mal einen extra Fuchs. Das ist nicht aus dem Witz? Das wusstest du doch. Boah, ey. Ich kann mich gar nicht so richtig konzentrieren, ey. Tell me why? Boah, ey. So, nochmal hier so ein Vita einmal. Sicher ist sicher. You are my fire. Da, da, da. Endlich mal die Fanfare, aber nichts geht über diese Fanfare hier. Dieser Song ist legendär, ja. Ah, okay, ich glaube, ich muss erst den Schalter betätigen. Gut, so richtig Rätsel kann man das auch noch nicht nennen, oder? Und du willst mir irgendwas sagen, Werwolf? Irgendwas mit Kappa? Achso, ja, und den Turnierbaum heute machen wir ja nicht über Challenge, sondern ich würde sagen, schön über Paint, oder? Was sagt ihr? Haben wir Blitz? Hau mal einen Blitz rein hier. Okay, war doch nicht die Schwäche. Brachiale Erschütterung. Ja, immer blocken müssen. Oh, hier Doppelblock. Ah. Oh, guck mal hier, so als Parry. Bam. Ich habe Elden Ring vor kurzem wieder gestartet. Und mein Cousin spielt es ja auch gerade. Ich glaube, ich rede jeden Tag über Elden Ring. Weil er mich immer so, ja, was heißt so, Tipps, also... Er war zum Beispiel heute bei dem Feuerriesen und dann fragte er nur so, sag mal, was soll ich da machen so? Da, ich schaff's irgendwie nicht und... Das stehen die da wie angewurzelt rum. DSC, ja, hab ich gesehen. Oh, Barrett! Hey! Was ist? Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber! Einfach mal auf Cloud gezeigt. Wir kommen nicht rüber, also wir... Dann 2000. Klar. Oder hat Önangs, ja.
Sehr lustig. Komplex auf jeden Fall. Aber, ey, das ist nicht nur einfach draufballern. Das stimmt schon wirklich, ja. Du musst da wirklich, und vor allem, spiel mal auf schwer. Ich würde sagen, einfach auf die Leiter ballern und was passiert dann? Okay. Nee, komplex definitiv. Wegen Cloud kommen wir nicht rüber, ja genau. Hat sie mal ganz so durch die Blume gesagt. Nee, das war auch ein schönes Spiel, wirklich. Aber mein Problem war, ich habe das über Jahre vorbestellt gehabt. Dann kam Corona und ich konnte es mir nicht abholen. Also habe ich es mir dann nochmal digital geholt. Und dann denke ich so, dass das komplette Spiel ist und denke schon, Alter, wie lang ist man denn in Midgar so, ne? Das ist ja übertrieben krass, wie lange das geht. Ja, und als es dann rausging, war das Spiel vorbei. Okay. Auch schon beim letzten Kampf, da hat man schon gemerkt, das ist doch jetzt gleich vorbei, das Spiel, oder nicht? Deswegen war ich einfach nur so ein bisschen enttäuscht vom Remake. So persönlich einfach nur, ne? Heißt wirklich nie, ich würde nie sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist oder irgendwie so. Aber, ich hatte halt andere Sachen erwartet, so. Und deswegen war es einfach ein bisschen schade. Naja, auf jeden Fall jetzt mit dem Rebirth, Alter, allein schon dieser ganze Anfang und so und das. Ey, ich habe das jetzt einmal gestreamt und habe irgendwie gleich. Ich habe 8 Stunden gestreamt oder fast 8 Stunden. Einfach nur, weil ich so einen geisteskranken Spaß mit diesem Spiel hatte. Game wäre an sich noch wesentlich schwerer, gäbe es nicht tiefer. Die ist absolut broken Top-Tier. Okay. Ja, tiefer haut halb rauf, ne? Ja, aber ohne Witz, das sind jetzt auch gut, dass ich wieder so spiele. Also das Ganze. Die Story und die Charaktere und so. Das Spiel altert so gut. Wirklich, also. Und die machen das halt auch wirklich gut, ne? Also, die machen es nicht einfach 1:1 dasselbe Spiel nochmal so, sondern sie denken sich halt wirklich was dabei. So, diesmal muss ich bestimmt rum und dann wieder zurück. Die Weiche stellen und dann bestimmt zurück. Also für Elden Ring bin ich immer noch zu haben. Bin am Suchten das Game und kann Tipps hundertprozentig immer geben. Das Spiel ist ja auch geil. Vor allem du kannst das. Das hat aber auch einen absoluten Wiederspielwert, weil du einfach immer wieder neue Rollen, neue Waffen, neue. Und auch dieses New Game Plus ist halt auch immer wieder was Neues, ne? Sie kann den Damage-Multiplikator im Stagger sehr schnell hochpushen. Das macht sie richtig gut im Game. Ah, okay. Ich glaube, ich hatte sie gar nicht in meinem Team bisher. Ich hatte Red und Aris, glaube ich, waren in meinem Team. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Du hast fast so lange gestreamt, wie ich in der Schule habe. Ich glaube, ich habe länger gestreamt, als du Schule hattest, oder? Geschafft! Danke! Gut gemacht! Ja, auch das jetzt, ne? Ich spiele jetzt hier schon fast eine Stunde. Und im Endeffekt habe ich auch noch nichts gemacht.
nicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Die Mission zu Dark Souls? Ja, absolut. Ey, aber das Demon's Souls Remake sieht auch fantastisch aus. Geschieht mir wohl recht. Oh, ein bisschen Materia. Gewitter! Oh, hier lag doch Material. Nein, das war nicht Material. Ich habe die Symbole nicht richtig erkannt. Sieht zu krass aus, ne? Ja. Ich würde eher Amiibo sagen, oder? Kein Boss, sondern ein Amiibo. Oder auch Miniboss genannt. Papa Barrett! Ich würde sagen, wir müssen wieder hier unsere Doppelblock-Aktion machen. Ja, lass mich erstmal kurz heilen. So, und jetzt kann Red sich nämlich auch nochmal heilen. Ja, okay, Blitz ist es. Deswegen hat man natürlich auch vorher Gewitter bekommen. Red, du heilst mich. Und ich baller einen Blitz da rein. Analyse hat Cloud. Die Fähigkeiten, das sind ja alles so Materia und die musst du ja immer hin und her wechseln. Du musst die ja in die Waffen tun. Wir blocken einfach. Oh, ich glaube, ich sollte mal Red heilen. Oh, ich habe keine MP mehr. Gegenstände? Äther? Er hat ja auch ATP Plus. Synchrofähigkeit. Hier Sprunggeheuer auf den Kopf. Wie geil! Einfach mal Red raufgeworfen. Okay, was habe ich noch an Tränken? Gib mir mal so einen Trank. Das wird schon heftig. Jetzt bin ich richtig blöd.
Der Angreifer folgt seinen tierischen Instinkten und labt sich am Blut seiner Gegner, wodurch er TP und MP zurückerhält. Okay, das ist gut. Das hier ist gut. Er spielt zu defensiv, ne? Junge, Junge, Gas! So ein Dickschädel! Da fliegen die Augen aus dem Schädel! Kann ich schaffen! Noch ja. Ich will den Limit noch nicht einsetzen. Erst wenn er im Schock ist, oder? Okay, er ist schockanfällig. Limit. Konzentriert die gesamte geistige Kräfte und finde ich eine Chance. Der hört sich gut an. Jawohl! Red! Nee, warte. Und jetzt. Der hier. Der Schock ging aber schnell vorbei. Beschwören Shiva. Möge der Planet mich lang. Boah, ist aber hell. Verdammt. Der baut sich wieder zusammen. Transformers. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, sieht's düster aus.
Ich muss dich heilen. Total, total. Das Viech ist echt nicht schlecht. Also man muss schon echt gut blocken. Oha, er hat einfach meinen ATB-Balken unterbrochen. Nee, Energie ist weg. Krasser Boss. Mehr blocken und dodgen. Ja, ich glaube, das Blocken hat ihn auch in den Schock gebracht. Welch eine Ehre. Alter Falter. Ja, aber jetzt, bevor jetzt hier irgendwie wieder das nächste Ding beginnt, muss ich tatsächlich abspeichern. Genug Damage, man gewinnt. Hast recht. Hast recht, Junge. Wenn nichts mehr geht, einfach mal mehr Damage machen. Mehr Damage gleich Sieg. Achso, ja, hier war ja eben Cloud und Tifa und Aerith. Ja, das sieht doch hier wunderschön aus. Hier speichere ich ab. Macht echt einfach nur Spaß, ne? Habe ich jetzt gespeichert? Naja. Oh, ey. Aber war doch schön, ey. War doch so ein schöner Bosskampf am Ende und so.